Geehrte Geschwister, vor mehr als 15 Jahren, vielleicht sind es 20 Jahre, erlebte ich, dass wir eine Übernachtung in der Moschee planten und der verantwortliche Gelehrte, er schickte einen Jugendlichen zurück nach Hause, auf dass er seinen Schlafsack holen möge, obwohl ich gesagt habe, in der Moschee gibt es andere Schlafsäcke. Und der Scheich, er bestand darauf, dass der andere seinen Schlafsack von zu Hause holen möge. Alhamdulillah, in meinem Inneren regte sich ein Widerstand. Natürlich war das akzeptiert, aber innerlich regte sich so ein Widerstand. Ich sagte mir selbst, der Scheich ist streng. Und warum? Hier ist doch der Schlafsack. Und subhanallah, wie das oft der Fall ist, mit den Jahren, man lernt dazu. Wenn man jung ist, man versteht sehr vieles nicht. Aber mit den Jahren lernt man dazu. Alhamdulillah. Und diese Information, ich überprüfte sie extra, ist im Sahih Bukharis erwähnt. In einigen Sira-Sammlungen ist sie nicht erwähnt, aber ich überprüfte sie und fand diesen Bericht in Bukhari. Dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er auf dem Weg war, auszuwandern nach Mekka, Abu Bakr, er traf Vorbereitungen auf Geheiß des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahs Wohlgefallen sein auf Abu Bakr. Und Abu Bakr, er sagte: فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ. So nimm, O Gesandter Allahs, und mein Vater möge für dich ein Opfer sein, möge mein Vater für dich geopfert sein, ein Ausdruck der Araber, der Liebe. Nimm eines der beiden Reittiere für die Auswanderung nach Mekka. Und wisst ihr, was der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam? Bithaman. Merkt euch das. Bithaman. Bithaman. Er sagte, nur wenn ich es kaufe. Ansonsten behalte es. Ich werde mein Reittier für die Auswanderung nach Mekka, Entschuldigung, für die Auswanderung von Mekka nach Medina, für die Auswanderung von Mekka nach Medina, das war die Auswanderung gewesen, geehrte Geschwister. Und Alhamdulillah, das Allgemeinwissen ist so groß, keiner wollte mich korrigieren, weil man wusste, das war ein Ausrutscher der Zunge. Ja, also die Auswanderung war von Mekka nach Medina. Er sagte, für die Auswanderung, also das war der Gedanke dahinter, bezahle ich mein eigenes Reittier. Subhanallah. Die Selbstständigkeit, liebe Geschwister. Und das war das, was der Scheich der Jugend mitgeben wollte. Und ich kann mich an seine Worte erinnern. Er sagte, was du nicht aus eigener Leistung bringst, hat keinen Wert. Also dieser Schlafsack von der Moschee, der dir bereitgestellt wird, hat keinen Wert für dich. Aber den Schlafsack, den du von zu Hause holst, der hat einen Wert. Und Jahre danach habe ich verstanden, was er meinte. Er erzog uns zur Selbstständigkeit. Das, was du für dich selbst kannst erledigen, lasse nicht von anderen erledigen. Und sei es bequem. Und sei es verfügbar. Und sei es vielleicht sogar zeitsparend. Ja, und alle Argumente, die man dafür sammeln könnte, zu sagen, bleib hier und nimm den Schlafsack der Moschee. Die Erziehung zur Selbstständigkeit. Bithaman. Bithaman. Abdurrahman ibn Auf, subhanallah, er ließ ein Wirtschaftsimperium in Mekka zurück, um nach Medina auszuwandern. Ein Wirtschaftsimperium, also er war Multibillionär. Und sie sagten, du kannst gehen, aber du bist bei uns reich geworden, deine Reichtümer bleiben hier. Und er ging. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er verbrüderte damals Prophetengefährten, die Ausgewanderten aus Mekka mit den Aufnehmenden aus Medina. Und Sa'd ibn Rabi'a, er war sozusagen der Bruder, der Mentor, der Helfer Abdurrahmans gewesen. Und er sagte, und das könnt ihr in Bukhari nachlesen, er sagte, wenn du willst, übernimmst du die Hälfte meiner Geschäfte. Sa'd war auch wohlhabend. Und jetzt hört euch das an, er sagt, und wenn du willst, scheide ich mich von einer meiner Frauen, damit du sie heiratest. Steht in Bukhari.
Was ein Angebot. Subhanallah. Was ein Angebot. Und wisst ihr, was Abdurrahman ibn Auf dazu zu sagen hatte? Wie gesagt, in Bukhari ist das erwähnt. Ja? Er sagte, Barakallahu fi ahlika wa malika. Allah Ta'ala möge dein Vermögen und deine Familie und dein Vermögen segnen. Dullani ala suq. Zeig mir, wo ist der Markt. Oh, ist ein richtiger Mann, oder? Ein richtiger, subhanallah, ein selbstständiger Mensch, ein selbstständiger Muslim. Ja, und auch Frauen können richtige Männer sein, ihr wisst, was ich meine. Im Sinne von, ja, charakterstark, Rückgrat haben. Ja, so Frauen sind dann richtige Frauen in dem Sinne, ja. Dullani ala suq. Wo ist der Markt? Ich komme schon selber klar. Eine Überlieferung, die umstritten ist, besagt, dass er sagte, Mali hada aslamt. Dafür bin ich nicht Muslim geworden. Ja, also, dass ich dann alles einfach im Leben habe und einfach vom Vermögen anderer lebe, dafür bin ich nicht Muslim geworden. Das ist eine streitbare Überlieferung. Manche sagen, sie wäre sahih und manche sagen, ja, man kann darüber sprechen und ist nicht so gesichert. Ja. Dullani ala suq. Zeig mir, wo ist der Markt. Und die Überlieferung besagt, dass er kurze Zeit später bereits Parfüm sichtbar hatte, weil das Parfüm der Männer war damals auch sichtbar gewesen, also diese gelben Spuren vom Parfüm. Und der Prophet Mohammed, er sprach ihn darauf an und sagte, ja, er hat geheiratet. Und er hat eine Brautgabe in Form von einem Goldnugget gegeben. Das heißt, seine Geschäfte waren dann schon früh gesegnet. Selbstständigkeit, liebe Geschwister. Hätte Abdurrahman ibn Auf damals ja, immer alles bekommen, den Schlafsack von der Moschee und dieses und jenes und ja, immer, komm, hier, ja, Alhamdulillah, wir sind Geschwister und so, man hilft sich gegenseitig. Aus ihm wäre kein selbstständiger Mensch geworden. Dullani ala suq, die Worte Abdurrahmans und Bithaman, die Worte des Propheten, beziehungsweise wir stellen die Worte des Propheten voran, Bithaman, sagte er, sallallahu alaihi wasallam. Und Abdurrahman ibn Auf, er sagte, Dullani ala suq, zeig mir den Markt. Ja, ich werde mich durch Allah Ta'alas Gnade selbst versorgen. Also über die Versorgung Allah Ta'alas werde ich mich selbst versorgen. Und subhanallah, liebe Geschwister, diese Selbstständigkeit ist auch Kern des Zakat-Systems im Islam. Imam an-Nawawi, er sagte, das ist die Auffassung, die er von Imam al-Shafi'i überlieferte und die er auch für die richtigere Auffassung hält. Er sagte, die Zakat wird dafür aufgewendet, um eine Person selbstständig zu machen. Und zwar ein Leben lang. Ihr wird das gegeben, was sie für ihr Leben braucht. Und das unterscheidet sich von Fall zu Fall. Er sagte, jemand, der mit Obst und Gemüse handelt, vielleicht genügen ihm 5 bis 10 Silberstücke. Und jemand, der vielleicht als Juwelier durch eine Katastrophe oder durch einen Raub oder wie auch immer seiner Geschäftsgrundlage beraubt wurde, ihm gibt man vielleicht 10.000 Silberstücke. Aber Überschrift des Zakat-Systems, du lässt die Leute selbstständig sein. Danach kommen sie nie wieder. Das System, was die Menschen nicht bindet an sich, sondern unabhängig macht. Nimm das und komm nie wieder. Im Sinne von, du wirst auch nie wieder kommen brauchen. Das ist ein Kerngedanke, liebe Geschwister, des Islam, die Selbstständigkeit. Und er sagte, diejenigen, die keinen Beruf haben, ja, sie bekommen etwas, ein Stück Land, werden irgendwo Teilhaber, ja, wo sie dann lebenslang, wie gesagt, unabhängig werden. Und dieses Prinzip, liebe Geschwister, ist auch in Aqida-Fragen verankert. Wir haben nicht das System der Heiligen. Ja, ich weiß das aus familiären Gründen, bitte macht viel Dua für mich. Manche Menschen, sie beten zu verstorbenen Menschen, wenn sie Dinge verlieren. Der heilige Antonius in der katholischen Kirche, der heilige Antonius wird angerufen, wird angebetet, wenn man etwas verloren hat. Ja. Aber der Islam lehrt die Selbstständigkeit im Sinne von deine Beziehung zu Allah Ta'ala, die direkte Beziehung, das ist das Entscheidende. Und wir kennen das auch, dass ab und zu mal gibt es eine Anfrage, ja,
kann jemand für mich Koran lesen? Ich will da nicht so tief einsteigen. Lies selber für dich Koran. Ja, kannst du für mich Dua machen? Ja, wir machen füreinander Dua, aber mach du selber für dich Dua. Es geht um die direkte Beziehung zu Allah Ta'ala. Niemand ist da ein Mittler. Subhanallah. Du bist für dich selbst verantwortlich, für deine 5 Gebete, für deine Korane, für deine Koranlesungen, für dein Dhikr, für deine Bittgebete. Ja, alles andere ist vielleicht ab und zu mal eine begleitende Hilfe. Oder aufgrund der Ästhetik. Ja, wir hören gerne den Koran von anderen. Aber für unser eigenes Seelenheil sind wir selbstständig vor Allah. Und diese Selbstständigkeit, liebe Geschwister, die müssen wir in unsere Erziehung, in unserem alltäglichen Umgang, in unserem familiären Umgang umsetzen. Als Ibrahim alaihi salam von Allah Ta'ala die Anweisung bekommen hat, Ismail zu opfern, er überraschte ihn damit nicht. Und er stellte ihn auch nicht vor vollendete Tatsachen kommunikativ, sondern er sagte, فَنْظُرْ مَاذَا تَرَى. So in Surat Safat, ungefähr die 100. Aya, für diejenigen, die sich das merken wollen, ja 37, Doppelpunkt 100, oder Schrägstrich 100, 37, 100, 101, so um den Dreh. فَنْظُرْ مَاذَا تَرَى. Schau, was siehst du? Was ist deine Meinung? Und der junge Ismail, er wurde also befragt. Hätte also Bedenken gehabt, hätte er diese äußern können. Und man hätte ihm diese Bedenken durch Erziehung nehmen können, durch Erklärung nehmen können. Alayhima as-salam. Aber Ismail alayhi salam, er hatte das nicht nötig gehabt. Und dennoch überliefert Allah Ta'ala uns dies. Weil wir daraus eine Lektion entnehmen, wie wir mit unseren Kindern umzugehen haben, wie wir untereinander uns einander zur Selbstständigkeit erziehen mögen. Er musste das verstehen. Und das Gespräch, die Frage gibt einem die Möglichkeit, dieses Verständnis zu bekommen. Und er antwortete, Ya abati fa'al ma tu'mar. O mein Vater, tu, was dir befohlen wurde. Satajiduni insha'allahu minas sabirin. Und du wirst mich, so Allah will, unter den Sabirin, den Geduldigen, den Standhaften, vorfinden. Wie setzte der Prophet das um? Sallallahu alaihi wasallam. Es kam ein Mann zu ihm, wie in Sunan von Ibn Majah überliefert wird, ein Hassan-Hadith. Manche sehen eine Schwäche in diesem Hadith. Ein Mann kam zu ihm und fragte nach Hilfe. Er bat um Hilfe. Der Prophet sagte, Sallallahu alaihi wasallam, was hast du? Und der Mann sagte, also was sind seine Besitztümer? Er sagte, ich habe eine Decke und ein Gefäß. Eine Decke zum Nachts zudecken und tagsüber, also so wie eine Art Bodendecke. Ja, so eine Mischung aus Teppich und Decke. Also die Decke ist ständig im Einsatz, tagsüber und nachts. Ja, normal, dieser Person gibt man doch, oder? Hat nichts außer einem Gefäß und eine Decke zu Hause. Und der Prophet sagte, Sallallahu alaihi wasallam, jetzt kommt's. Sagte, bring sie mir. Er brachte sie ihm. Er ist gekommen, um etwas zu bekommen. Jetzt muss er noch mal zurück und das geben, was er hat. Und der Prophet, er ging auf den Markt und sagte, wer bietet dafür? Und einer sagte, ich gebe ein Silberstück. Und er sagte, wer bietet mir mehr? Wer bietet mir mehr? Also eine Versteigerung, ist erlaubt im Islam. Ja, wer bietet mir mehr? Wer bietet mir mehr? Und er wiederholte seine, ja, und jemand sagte, ich gebe dir 2 Silberstücke dafür. Und so verkaufte er das, was der Mann ihm brachte. Er gab ihm die 2 Silberstücke und sagte, mit dem einen kaufst du etwas zu essen für deine Familie und mit dem anderen gehst du eine Axtklinge kaufen. So kaufte der Mann die Axtklinge und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er machte eine Axt draus, indem er einen Stock als Griff daran befestigte. Also er zeigte, ich kümmere mich um dich. Ja, ich kümmere mich um dich. Ich mache das auch selber. Also er gab sein Herz, ja, und seine helfende Hand. Und das war wichtig,
Weil was er danach sagte, war sehr hart für die Person. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, اذهب فاحتطب ولا أراك خمسة عشر يوما. Geh und schlage Brennholz damit und ich will dich 15 Tage lang nicht sehen. So oder so ist es hart, weil man liebt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, dann kann man noch nicht mal so sich blicken lassen. 15 Tage lang will ich dich nicht sehen. Aber er gab ihm genug Liebe vorher, um zu zeigen, das wirst du nicht falsch verstehen. Er verstand, worum es ging. Ah, das ist jetzt dein Weg zur Selbstständigkeit. Und nach 15 Tagen kam er mit 10 Silberstücken, subhanallah. Allah Ta'ala segnete diese Selbstständigkeit. Und der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, dazu, هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. Das ist besser für dich, als dass dein Betteln einen Punkt am Tage des Gerichts in deinem Gesicht darstellt. Also etwas, die Situation ist viel besser für dich, als dass du dafür gerade stehen musst, am Tage des Gerichts gebettelt zu haben. Selbstständigkeit. Ein Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, ich habe einen Dinar, was soll ich damit machen? Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, anfiqhu ala nafsik. Gib ihn für dich selbst aus. Investiere in dich selbst. Was das auch immer zu bedeuten hat. Für uns kann das möglicherweise bedeuten, Nachhilfe zu nehmen. Ja. Oder einen Sprachkurs. Oder eine Weiterbildungsmaßnahme. Oder eine Bildungsreise. Oder eine gesunde Ernährung. Investier in dich. Gib ihn für dich selbst aus. Hier ist der erste Hinweis zum Thema Selbstständigkeit. Und er fragte, ich habe noch einen Dinar, was soll ich damit machen? Anfiqhu ala ahlik. Gib ihn für deine Familie aus. Und er sagte, ich habe noch einen Dinar. Anfiqhu ala waladik. Gib ihn für deine Kinder aus. Ja, so al-ahl in der arabischen Sprache ist auch ein Hinweis für die Ehefrau. Ja, so kann Familie bedeuten, es kann aber auch Ehefrau bedeuten. Und das wird hier nochmal deutlicher, weil die Kinder nochmal gesondert erwähnt wurden. Also ist wohl damit eher die Ehefrau gemeint. Und Allah Ta'ala weiß es am besten. Und im Hadith von Imam Muslim fragte der Mann nochmal und der Mann und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, فَأَنْتَ أَبْصَرْ. Du selbst weißt besser Bescheid. Ja, im Hadith von Imam Abu Dawud, der auch sahih ist, fragte der Mann, nachdem er den Hinweis für die Kinder bekommen hat, nochmal, und der Prophet sagte, gib es für deine Bediensteten aus, also für diejenigen, die in einem Angestelltenverhältnis sich unter dir befinden. Und danach kam dann die letzte Frage, nach dem letzten Dinar, und der Prophet sagte, du weißt besser Bescheid. Ja? Fa'anta abusar. Du weißt besser Bescheid. Das heißt, die erste Antwort, investier in dich selbst. Gib ihn für dich selbst aus. Und die letzte Antwort, وَأَنْتَ أَبْصَرْ فَأَنْتَ أَبْصَرْ, zeigen auch, was Selbstständigkeit bedeutet. Welchen Stellenwert Selbstständigkeit in unserem Leben hat. Weil wir müssen selber ja, Bescheid wissen. Ein Hadith, den unter anderem Imam Bukhari sammelte und für Sahih erklärte und Ibn Hibban auch eine Überlieferung diesbezüglich für Sahih erklärte und Ibn Khuzaima, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Bauern einen Rat gab, keine Befruchtungsleistungen ja, für Dattelpalmen ja, vorzunehmen. Und daraufhin ist die Ernte beim nächsten Mal schwächer ausgefallen und die Menschen, sie gaben ihm dies mit und er sagte sallallahu alaihi wasallam, dass wenn er etwas in der Religion aufträgt, so ist es anzunehmen. Das ist ein Muss, weil er ist der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn es sich um weltliche Angelegenheiten handelt, ja, in der Überlieferung von Ibn Hibban, antum a'lamu bi umuri dunyakum. So wisst ihr über eure weltlichen Angelegenheiten besser Bescheid. Ja, der Prophet Muhammad, er war nicht im Dattel-Business.
ja, also als Bauer tätig. Das war nicht seine Aufgabe. Das hat er auch nicht als Kind oder Jugendlicher geleistet. Er war übrigens Hirte und Kaufmann. Und jeder Prophet, wie authentisch überliefert ist, war ein Hirte gewesen, weil man dadurch sehr viel lernt. Ja, es geht um den Schwächsten in der Herde. Man muss geduldig sein, man muss alle im Überblick haben. Ja, man muss die Grundbedürfnisse derjenigen, die man verantwortet, im Blick haben ständig. Ja? Es bildet auch besondere Charaktereigenschaften in einem. Und Omar war auch übrigens Hirte gewesen in seiner Jugend. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie die Usul al-Fiqh-Gelehrten berichten, er trainierte auch Mujtahidun, also Leute, die zu einem eigenständigen Urteil kommen können, in seiner Präsenz. Menschen fragten ihn und er sagte, ja, er gab anderen Sahabis das Wort, antworte. Und wenn sie richtig antworteten, dann wurde dies durch die Präsenz des Propheten bestätigt, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn sie verbesserungswürdig antworteten, so verbesserte dies der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Wert der Selbstständigkeit, liebe Geschwister, bithaman, ich kaufe mir das selbst. Dullani ala suq, zeig mir, wo ist der Markt? Bruder, du musst mir sagen, wie viel Uhr wir haben, weil ich sehe hier die Uhr nicht und ich habe... Du sagst mir rein. Also du musst natürlich nicht, kannst auch sagen, nee, mache ich nicht, ja. Aber danke, dass du meiner Bitte, die unhöflich formuliert wurde, nachgekommen bist. Jazak nach Khairan, Jazak nach Khairan. Damals hing die Uhr hier. Selbstständigkeit, liebe Geschwister, wir haben jetzt alle, inshallah, sind wir alle davon überzeugt, Selbstständigkeit, das ist im Islam verankert. Selbstständigkeit, das ist im Islam verankert. Wir haben viele bedeutende Beispiele jetzt bekommen, ja, aus dem Koran und aus der Sunna und aus dem Leben der Propheten, Gefährten. Aber liebe Geschwister, ich konnte diese Khutba nicht konzipieren, ohne ein gewisses Korrektiv mit einzubauen. Weil manchmal sehe ich, dass Menschen aufgrund ihres Stolzes auf ihre Selbstständigkeit zu stolz dafür sind, um Hilfe zu fragen in einer Zeit der Notwendigkeit. Stellt euch vor, man ruft bei der Feuerwehr an und sagt, mein Haus ist vollständig abgebrannt. Sagt die Feuerwehr, ja, das ist kein Fall mehr für uns. Oder ihr ruft beim Notarzt an und sagt, ja, hier liegt jemand seit 3 Tagen tot. Ja, das ist ein Fall für den Leichenwagen, ja, nicht mehr für den Notarzt. Ja. Und manche Menschen, sie melden sich erst dann, wenn sie Schwierigkeiten haben, wenn die Schwierigkeit schon sehr groß geworden ist. Und dann denkt man immer, ja, warum hast du dich nicht vorher gemeldet? Ja. Irgendwo ist ein Feuer entstanden. Das hätte man noch... vielleicht sogar auspusten können, das Feuer. Aber man wartet, weil man ist zu stolz und man wartet, man ist zu stolz und es breitet sich aus und dann frisst das alles auf und zerstört alles. Und dann sagt man ja, übrigens, ja, ich brauche Hilfe. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das ist authentisch festgehalten, ja, in der Sammlung Bukharis, als er mit der Verleumdungskampagne gegen Aisha handeln musste bezüglich der Verleumdungskampagne gegen unsere Mutter Aisha, Allah Ta'ala sagt im Koran, dass die Ehefrauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unsere Mütter sind. Allah Ta'ala möge mit allen zufrieden sein und ist mit allen zufrieden, wer uns mitgeteilt hat. Er war damit konfrontiert mit dieser Lage. Und wisst ihr, was er tat? Sallallahu alaihi wasallam, er fragte um Rat. Unser Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, er fragte um Rat. Und er fragte Ali um Rat, der um ein ganzes Stück jünger gewesen ist. Ja? Pi mal Daumen, 30 Jahre jünger gewesen ist. Allahs Wohlgefallen sei auf Ali. Und wisst ihr, wer noch dabei war? Jemand, der noch mal jünger war. Osama bin Zaid, der zum Zeitpunkt des Ratersuchens ein Teenager gewesen ist. Radiallahu anhu. Und der Prophet fragte sie, was sollen wir machen?
Was kann man jetzt tun? Das heißt, zur Selbstständigkeit gehört auch, liebe Geschwister, dass man um Rat bittet oder um Hilfe bittet, wenn man nicht mehr selbstständig ist. Ansonsten ist man nicht selbstständig. Das gehört dazu. Und Allah Ta'ala sagt im Koran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, und fragt die Leute des Wissens, wenn ihr etwas nicht wisst. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Liebe Geschwister, wir sollten eigentlich dies nicht besprechen, aber aufrichtige und lange, höflich formulierte Ratschläge von einer Schwester über einen längeren Zeitraum, mehrfach, und viele Hinweise nach dem Freitagsgebet regelmäßig zwingen uns dazu, zwingen mich jetzt dazu, diese wertvolle Zeit für diese selbstverständlichen Angelegenheiten aufzuwenden. Das Freitagsgebet, liebe Geschwister, ist eine besondere Zeit. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ja, dass wer redet, keinen Lohn für das Freitagsgebet bekommt, sondern, ja, falahu dhuhr. So ist es für ihn wie ein Dhuhr-Gebet. Oder wer andere stört, beispielsweise, indem er über Leute steigt, um vielleicht zu einer Lücke zu kommen. Deswegen ist es auch besser, liebe Geschwister, kommt hier nach vorne, weil das sind alles Schnäppchen. Ja? Und manche Leute werden vielleicht über Nacken steigen, was der Prophet wortwörtlich verbot und sagte, wer über die Leute drüber geht, über Nacken steigt, ja, für den ist es auch nur ein Dhuhr-Gebet. Ja? Also vielleicht mische ich jetzt einige Überlieferungen, die insgesamt sahih sind, zu einer, aber das ist die das sind die Hauptaussagen aus diesen Überlieferungen. Man soll andere nicht stören und man soll selber aufmerksam sein und sich und andere nicht ablenken. Ja? Und Alhamdulillah, wir haben einen Familienraum für Männer, die mit ihren Kindern da sind, die zu viel Energie haben. Und wir haben einen Familienraum für Schwestern oben, die mit Kindern da sind, die, weil sie Kinder sind, herumzappeln werden und laut sein werden und hin und her gehen werden. Und manche Geschwister, die Schwester, die uns zweimal geschrieben hat, sie kommen von weit her. Es ist eine Fahrt von 25 Kilometern, die sie aufnimmt, die sich auf sich nimmt, um eine deutschsprachige Freitagspredigt um teilzuhaben. Ja? Deshalb, liebe Geschwister, achtet darauf, andere nicht abzulenken und selbst konzentriert zu sein, Handys wegzulegen, keine WhatsApp-Nachrichten oder sonst irgendwelche Nachrichten zu schreiben. Und dass, wenn ein Kind unruhig wird, dass man dann, wie gesagt, als Mann nach unten geht, als Frau nach oben geht. Ja? Und das werden wir jetzt leider regelmäßig immer mal wieder anmerken, weil wir brauchen einen Entgiftungsprozess und der ist leider, glaube ich, über mehrere Freitagspredigten nötig. Nun, liebe Geschwister, möchte ich euch von einem Prophetgefährten berichten, Abdullah ibn Hudhafa. Abdullah ibn Hudhafa war ein besonderer Prophetengefährte. Er ist in Gefangenschaft geraten und der römische Herrscher, er sagte ihm, wenn du Christ wirst, dann werde ich dich an meinem Reich teilhaben lassen und dir meine Tochter in die Ehe geben. Und Abdullah ibn Hudhafa, er sagte, du kannst mir alles geben, was du besitzt und was die Araber besitzen, und ich werde noch nicht mal für ein Blinzeln meine Religion verlassen. Also nicht mal für eine kurze Zeit würde ich meine Religion verlassen, selbst wenn du mir alles geben würdest. Und der König, er war daraufhin erbost und er brachte ihn am Kreuz an, also er kreuzigte ihn, aber nicht bis zum Tod, sondern er kreuzigte ihn, und dann ließ er Pfeil- und Bogenschützen auf ihn schießen, so dass die Pfeile so in seine Nähe immer kamen, und er sagte, verlasse deine Religion und werde Christ. Und er
Er machte das nicht. Ja? Und dann ließ er einen Topf bringen, einen großen Topf aus Kupfer, erhitzte ihn und er schmiss jemanden rein, andere Prophetengefährten oder Gefährten der Prophetengefährten wurden auch mit Abdullah ibn Hudhafa gefangen genommen und einer von ihnen wurde dann reingeschmissen und starb natürlich auf qualvolle Art und Weise. Und sagte, der König sagte ihm, wenn du Christ wirst, mache ich das nicht mit dir. Und er sagte, es ist deine Angelegenheit, ich habe mich schon entschlossen. Und dann wurde er schon zu dem Topf gebracht, ja, um reingeschmissen zu werden. Auf einmal fing Abdullah ibn Hudhafa an zu weinen. Ja, er fing an zu weinen. Und der König erfreute sich. Ah, das ist jetzt mein Moment. Ja. Und er wollte hören und. Und er sagte Abdullah ibn Hudhafa, ich weine, weil ich nur diese eine Seele habe, die ich Allah Ta'ala geben kann. Ich wünschte, ich hätte so viele Seelen wie Haare am Körper. Ja, seid stolz auf die Haare. Ja, ihr müsst euch nicht hier die Brusthaare wegmachen lassen. Ja, so. Ich weine, weil ich nur eine Seele habe, die ich Allah Ta'ala geben kann. Ich wünschte, ich hätte unzählige Seelen, die ich für Allah Ta'ala hingeben könnte. Das hat den König fertig gemacht. Und er hat ihn eingesperrt und ihn aushungern lassen. Und ein paar Tage später serviert er ihm Schweinefleisch und Alkohol. Zu seinem Überraschen aß er davon nicht und trank davon nicht. Und er sagte, warum isst du nicht, warum trinkst du nicht? Und hört euch die Antwort an. Er sagte, es ist mir erlaubt. Ja, wir übertreiben nicht. Natürlich ist es erlaubt, in dem Moment zu trinken und zu essen. Und sei es Alkohol und sei es Schweinefleisch. Es geht um das Leben. Aber das war eine besondere Situation. Das war keine Situation, du bist in der Wüste. Ja? Er sagte, es wäre mir prinzipiell erlaubt, aber ich wollte dir keine Befriedigung geben. Subhanallah. Subhanallah. Und er sagte, küss meinen Kopf und ich lasse dich frei. Weil er hat gemerkt, diese Person wird ihn nur quälen weiter. Er will ihn loswerden. Und er sagte, wenn du die anderen Gefangenen freilässt, dann küsse ich deinen Kopf. Und das war ein Opfer. Ja, das ging nicht leicht über seine Lippen. Er sagte, wenn du die anderen freilässt, dann erst küsse ich deinen Kopf. Aber wenn es um mich geht, mir geht's gut, Alhamdulillah. Und der König, er willigte ein. Und Alhamdulillah, die Menschen, sie hielten ihr Wort. Und sie ließen die Gefangenen frei. Und Omar, als er davon hörte, er sagte, auch als gewisse Entschädigung, er sagte, es ist eine Pflicht für jeden Muslim, den Kopf Abdullah ibn Hudhafas zu küssen. Und ich bin der Erste, der ihn küssen wird. Und er stand auf und ging zu Abdullah ibn Hudhafa und küsste ihn auf die Stirn. Ah, Subhanallah, was für Menschen. Ihr werdet euch vielleicht fragen, gibt es heutzutage noch solche Menschen? Und ich sage, es gibt viele von solchen Menschen. Und einen von diesen könnt ihr kennenlernen. Das ist natürlich meine Meinung und Allah Ta'ala ist der Richter. Ja? La nuzakki alallahi ahadan, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam. Wir sprechen niemanden, wir kommen Allah Ta'ala nicht zuvor, indem wir irgendjemanden freisprechen, sondern wir sagen nur unsere Meinung, das, was wir sehen. Am 31. Januar wird Dr. Mehmet Daimaola hier sein. Ich werde den Namen noch auszusprechen lernen. Das ist, du Bruder wirst mir helfen, inshallah. Ja? Einer von euch muss mir helfen. Ja? Daimaola, das heißt der, der immer lächelt. Und er hat Jura studiert. Und subhanallah, er hat die NSU-Opfer, Hinterbliebenen, verteidigt. Und er hat ein Buch geschrieben, was ich aufgrund von Vergesslichkeit oben in meinem Büro habe liegen lassen. Ich habe es mir selbst gekauft, ja, von meinem eigenen Geld auch. Empörung reicht nicht. Und in diesem Buch kritisiert er den Verfassungsschutz und Generalbundesstaatsanwaltschaft und die Polizei und den strukturellen Rassismus in diesem Land. Und er referiert bundesweit auch zu diesem Thema. Und mashallah, er ist ein Held, subhanallah. Ist ein Held, ist nicht jemand, der seine Fertigkeiten dafür verwendet, Großkonzerne wie Monsanto zu verteidigen, die uns das Leben schwerer machen und schlechter gestalten und Armut befördern, ja, sondern jemand, der für Haq eintritt. Ja, und inshallah werde ich da sein und ich werde die Hand Mehmet Daimaolas inshallah küssen. Das ist erlaubt. Imam Nawawi hat gesagt, für religiöse Personen, für geehrte Personen, ja, es ist eine gute Tat, wenn man die Hand von diesen Menschen küsst. Ansonsten, wenn es einfach nur um irgendwelche Menschen geht, die reich sind oder einfach nur weltliche Vorzüge haben, ja, so ist das
äußerst makruh, wenn nicht gar haram, wie Imam an-Nawawi darlegt. Ja? Aber für solche Helden ist das eine gute Sache, dass man deren Hand küsst. Und ich werde inshallah darum kämpfen, seine Hand zu küssen. Am 31. Wird er, wie gesagt, zum Thema NSU-Komplex und Rassismus und Islamfeindlichkeit seinen Vortrag halten. Hier, wie gesagt, sind die Flyer und online ist das auch dort. Denn, liebe Geschwister, die Umma Muhammads, sallallahu alaihi wasallam, sie ist gesegnet. Die Umma Muhammads ist gesegnet. Die Umma Muhammads ist gesegnet. Und sie bringt in jedem Zeitalter Helden hervor und ehrwürdige Menschen hervor, ja, die uns also zum Guten anhalten und uns inspirieren. Ja, und inshallah werden wir alle Ende des Monats die Hand Dr. Mehmet Daimar Olas küssen dürfen. Ja, natürlich, wir werden ihn nicht zwingen oder irgendwie, aber wir werden ihn darum bitten, dass wir seine Hand küssen dürfen. Inshallah werde ich der Erste sein, der ihn darum bittet und der diese Bitte auch entsprochen bekommt. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim, ja Malik, ja Quddus, wir bitten dich mit all deinen Namen. Oh Allah, bitte vergib uns. Bitte führe uns zum fünfmaligen Gebet in der richtigen Zeit aus Liebe und Sehnsucht zu dir, oh Allah. Oh Allah, vergib auch unseren Eltern und unseren Geschwistern im Dien. Oh Allah, bitte rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst. Und lass uns deine Instrumente sein, oh Allah. Allahumma amin. Oh Allah, lass uns diese Religion lieben und Sehnsucht danach haben, sie mehr kennenzulernen und sie umzusetzen und deine Ayat an uns und um uns herum zu erfahren. O Allah, bitte säubere unsere rostigen, schmutzigen Herzen. Bitte füge sie zusammen zum Großherz der Umma. Allahumma amin. O Allah, bitte lass uns aus der Hand des Propheten trinken, sallallahu alaihi wasallam, und lass sie ihn stolz auf uns sein. Allahumma amin. O Allah, bitte lass uns das Paradies ohne Abrechnung betreten. O Allah, lass uns spenden von dem, was du uns gegeben hast. O Allah, bitte verhelfe uns zur Selbstständigkeit. O Allah, bitte schenke uns Kraft, O Allah. O Allah, bitte schenke uns deine Vergebung, O Allah. O Allah, für die unterdrückten Menschen dieser Erde, bitte helfe uns, die Unterdrückung zu beseitigen. O Allah, für die Hungernden, bitte helfe uns, den Hunger zu beseitigen. O Allah, für die Durstenden, bitte lasse uns ihren Durst stillen. Für die Verzweifelten, O Allah, helfe uns, dass wir ihnen Trost spenden. Für die Vertriebenen und für die Bekriegten und für die Gefangenen. Helfe uns dazu, O Allah, dass wir ihnen zur Selbstbestimmung verhelfen dürfen. Und dir allein dienen mögen, O Allah. Allahumma amin. Gemäß dem, womit du zufrieden bist. Allahumma amin. O Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat. Und schenke uns Zuflucht, vor allem, wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.